Am Frühstücken. Mit Kaffee und hier in meinem Tablet, aber ich komme zu spät in die Arbeit. Genau deswegen. Wie soll ich so aufstehen? Ich muss meinen Chef anrufen und sagen, ich kann heute nicht. Meine Katze ist einfach viel zu süß. Servus, Leute. Nein, das ist heute kein Hair-Tutorial, wie ich hier diese coole Frisur gemacht habe. Wollen wir es mal anschauen? Oh yeah. Nein, das ist einfach mal ein Vlog. Ich möchte mal meinen tollen Tag zeigen, der so mega spannend ist. Aber Vlogs scheinen ja jetzt halt irgendwie in zu sein. Oder vielleicht sind sie mittlerweile schon wieder out. Ich weiß nicht, ich bin immer so ein bisschen hinten dran, ja. Was irgendwelche hier Trends angeht. Aber egal, ich zeige einfach mal so, was ich den ganzen Tag so mache. Weil ich, wie jedes Mädchen hier, in einem Diätwahn bin, ja. Das gibt bloß überhaupt keine Sau zu. Aber alle, ich muss abnehmen, mixe ich mir vor der Arbeit da so einen Quatsch zusammen. Das da schmeckt voll scheiße, ja. Das da ist ganz gut. Damit habe ich vor 2 Jahren ca. 10 Kilo abgenommen von Pader 70 auf 59, ja, ein bisschen mehr, ich glaube, es waren 13 Kilo. Das da wird da im Internet groß beworben, habe ich probiert. Ey, ne. Aber da ich noch ein bisschen was übrig habe, ja, brauche ich das halt jetzt noch auf. Ich meine, der Scheiß kostet ja auch Geld. Aber das hier ist eigentlich nicht schlechter. Und ich mixe es manchmal. Oh, like, oh, Hulk. Warte mal, wieso mache ich das eigentlich auf? Ich habe ja noch das übrig. So, das ist voll easy. Da tut man hier 200 Milliliter Milch. Ich hau immer ein bisschen mehr rein, weil ich habe immer Hunger. Immer. Und wenn ich mal einen Smoothie daheim... Oh, jetzt ist es ein bisschen mehr. Wenn ich mal einen Smoothie daheim habe, haue ich dann halt 50 Milliliter von diesem Bananen-Erdbeer-Kiwi-Smoothie oder so. Ja, ich weiß, die sind auch voller Zucker. Ey, aber ein bisschen Geschmack braucht man doch auch, ne? So, dann haue ich mir jetzt da 5 Esslöffel rein, kipp das alles hier mit rein. Also ich mache mir da 2 Ladungen voll, damit ich irgendwie in der Arbeit über die Runden komme. Und wenn nicht einer hier mit kostenlosen Kuchen mir über den Weg läuft, dann würde es vielleicht klappen. Wir beachten das hier nicht. Das beachten wir nicht. Das hat nie existiert. Hier gibt es kein selber gemachtes Stracciatella-Eis während der Diät. Gibt es nicht. Es ist fertig. Mein Mega-Shake. Voller Chemie und angeblichen Sattmachern. Das voll ekelhaft schmeckt. Naja. Schau mal, ich will 5 Kilo abnehmen und ich fange jetzt heute wirklich ernsthaft damit an. Ernsthaft. Ernsthaft. Ist hier noch irgendwo Schokolade? Nee, Weintrauben hier, das ist gesund. Ja. Ja, die Limo braucht man auch ab und zu mal und so Kleinigkeiten sind okay. Sind okay. Oh Gott, freue ich mich, wenn ich das dann essen kann. Nein, aber jetzt habe ich es ja nicht umsonst gemacht, ey. Okay, nachdem ich das komplette Ding aufgegessen habe, fange ich an. Nicht. Ach komm, ab und zu geht schon sowas mal, ey. Oh. So, ich ziehe meine coolen Schuhe an. Katze. Das ist der Mickey. Der ist ein bisschen dumm. Ach, aber süß. Seht ihr, wie er schielt? Ein bisschen schielter. Ja. Ach Gott. Okay. Auf geht's. Auf geht's in die Chucks. Und dann muss ich los. Ich fange um 11:45 das Arbeiten an. Und ich muss jetzt davor noch zu einer Freundin, weil ich fütter ihre Katzen. Weil wir sind alle Katzenfreaks. Oh, ist der toll. So, fertig hier. Und das ist der Grund, warum ich abnehmen möchte. Ich krieg meine Lederjacke nimmer zu. Schauen wir mal. Ich habe jetzt ein paar Tage Zeit. Und auf geht's! Oha, ich habe die Jacke zugekriegt. Allein an den Shake zu denken hat schon was gebracht. Oh yeah. Das ist mein Auto. Und mein kleines Einhorn. Ich finde den Hype voll übertrieben mit diesem Einhorn. Also das ist echt... Es gibt sogar schon Einhornwürstchen, ja? Ich meine, wer will schon das Würstchen vom... Ja, ist einfach voll übertrieben. Naja. Wir haben sogar bei mir in der Arbeit, ich glaube,
Schon Einhornsteaks. Also, das ist too much. Jetzt begebe ich mich mal zur Arbeit, zu meiner Freundin. Ich muss ihre Katzen füttern. Das kommt auch ziemlich oft vor. Ich weiß nicht, wo die immer ständig in Urlaub fährt. Ich war dieses Jahr überhaupt nicht in Urlaub. Und ja, ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht zugehört. Ich weiß gar nicht, wo die hingefahren ist. Bei der Kälte. So, dann hören wir mal ein bisschen Oldschool Rock. Das war Radio. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Nee, ich will ja nicht hier, dass irgendwie mein Video gesperrt wird. Deswegen lasse ich den Scheiß einfach mal und höre gar keine Musik. So kann man schön entspannt Auto fahren. Weil Musik macht ja einen eh immer so aggressiv. Oh, du lahm Arsch. Ey, wieso fahren eigentlich? Ey, jetzt muss der auch links abbiegen, ne? Wieso fahren eigentlich alle Lahmärsche auf der rechten Spur? Ist das irgendwie ein Gesetz oder so? Ich habe noch nie jemanden auf der rechten Spur, also jemand, der auf der linken Spur fährt, habe ich rechts noch nie überholt. Noch nie. Also ich muss sagen, ne, wie ich meinen Führerschein damals gemacht habe, konnte ich es kaum erwarten, immer Auto zu fahren. Ich hätte 24 Stunden am Stück ununterbrochen immer Auto fahren können, die ganze Woche durch. Es hat so Spaß gemacht, ja, ich, egal was war, ich fahre. Und jetzt, irgendwie, wenn es heißt, ey, wollen wir da und da hingehen, ja toll, wer fährt. Da wird erstmal voll lang rumgestritten, wer sich da hinter Steuer setzen soll, um an den Ort hinzufahren, wo sich alle treffen. Und alle hassen das. So, die ersten paar Jahre macht's Autofahren Spaß, aber irgendwann ist es einfach voll so. So, ich bin da bei den Katzis. Bei den Katzis. Die muss ich füttern und die sind überhaupt nicht blöd, ne? Hier ist eine Tupperbox, ja. Hier. Die ist immer verschlossen. So richtig zu. Und keine Ahnung, die haben es aufgekriegt. Das Ding ist sperrangelweit offen. Und die haben die Breggis rausgepult. Und ey. Die haben sogar das hier aufgekriegt. Und diese Packung war hier drinnen. Und es ist offen. Ey, das sind diese Katzen. Das sind voll die Freaks. Die haben es geschafft, zwei Tupperboxen zu öffnen. Das ist unglaublich. So, jetzt geht's auch zur Arbeit. Da ist gerade einer einfach die Einbahnstraße falsch rum reingefahren. Irgendwie verstehe nicht, wie sowas irgendwie passieren kann. Man sieht doch, dass alle Autos in einer anderen Richtung parken. Es sind 30 Schilder überall, ja, dass man das nicht machen darf. Und dennoch rast er einfach durch. Eigentlich hätte jetzt der vor mir Vorfahrt, aber... Ah, okay, das ist eine etwas ältere Dame. Die kennt sich im Straßenverkehr ja nicht mehr so gut aus. Ey, das ist so voll schlimm mit anzusehen. Alle gehen nach Hause, weil heute ist ja der erste Schultag oder der zweite, weiß jetzt nicht. Und überall hüpfen da so junge Leute rum und gehen alle heim und werden jetzt alle zocken. Und ich fahre jetzt gerade in die Arbeit und komme irgendwann heute Abend nach Hause. Ist immer so ein bisschen deprimierend mit anzuschauen. 11.20 Uhr. Um 11.45 Uhr muss ich da sein. Und ich muss auch noch tanken, ey. Das könnte vielleicht knapp werden. Ey, das ist so typisch. Ich war jetzt innerhalb von 4 Minuten tanken, ja. Und was passiert? Da kann ich das umdrehen? Ich bin im Stau. Oh mein Gott. Im Hardcore-Stau. Und ich muss in 15 Minuten in der Arbeit sein. Ja. Werde, glaube ich, zu spät kommen.
So, ich bin da. Jetzt muss ich bloß noch einen Parkplatz finden und reinrennen zur Stempeluhr, meinen Chip dagegen schmeißen und dann bin ich pünktlich. Oh yeah, genau da fährt jetzt einer raus. Boah, wenn mir jetzt jemand den Parkplatz wegschnappt, dann schlitze ich die Kehle auf. Oh, das sind noch mehr Parkplätze frei, okay. Keiner muss heute sterben. Ich werde hier blöd angeschaut, weil ich mich mit mir selber unterhalte. In meinem Auto kann ich machen, was ich will. So. Ich bin da. Noch 2 Minuten. Ich hab's geschafft. 1 Minute. Hier die wunderschöne Umkleidekabine. Noch nie was Schöneres gesehen. Wow. Und hier ist meins. Yeah. Ich bin hier in der Pause. Da ist mein Essen. Welches Telefon ist das? Mein Arbeitstelefon. Ich nehme ein Video auf. Nein. Du bist leider auch drin zu sehen. Verdammt. Und hier wird How I Met Your Mother geschaut. Welches Telefon? Ach, ist meins. Ja? Nein, sowas haben wir leider nicht. Ist schon ausverkauft, ja. Ciao. Sogar während der Pause tue ich arbeiten. Muss ich den jetzt hinlaufen. So, auf jeden Fall ist hier mein tolles Essen, weil ich immer noch auf Diät bin. Hier, der schaut How I Met Your Mother. Ist auch ein Kollege. So, dann fress ich mal weiter. Immer noch Pause. Machen wir Pause. Der telefoniert. Immer. Handy ist ein Leben, Märchen. Was, er klingt? Leben ist ein Handy. Handy ist ein Leben. Oder so ähnlich. Was ist hier los? Oh, ich darf keine fremden Menschen filmen. Sorry. Wieso filmst du mich? So, Pause ist rum. Oh, der Salat ist schon lang her. Jetzt habe ich meinen mega leckeren Shake. Nee. Der ist echt nicht so gut. So, jetzt fahre ich nochmal zu den Katzen und fütter die mal. Und schau mal, ob was die wieder angestellt haben. Und dann geht's endlich heim. Bier trinken. Ach, das muss sein. Da gibt's ein gutes Radler von Sternler. Das brauche ich every day. Yeah, Autobahn. Woo! Ist euch aber aufgefallen, sobald irgendwie es 5 Tropfen regnet, ja, fahren alle 5. Die haben dann alle irgendwie Angst, dass sich das Auto wegen diesem Tropfen überschlägt, von der Brücke fällt, auf 5 weitere Autos fällt, die sich auch alle überschlagen und dann explodieren. Ja? Genau das passiert, wenn man nämlich schneller als 20 fährt. Ja, okay, ich komme jetzt halt hier auf der Autobahn relativ gut voran, aber es ist dennoch so, ey, alle müssen immer so voll schleichen beim Autofahren, ist immer so voll nervig, ey. Ah! Oh, das wäre jetzt voll gruselig, wenn hinter mir auf einmal so ein Kopf hochkommen würde. Wie aus so einem Horrorfilm. So kommt es mir gerade so vor, weil ich da so in die Kamera reinschaue. Wo bin ich denn hier? Aber jetzt kommt ja gleich wieder Licht und dann kann ich sehen, ob sich auf meiner Rückbank jemand befindet. Oh Gott, ey. Ich glaube nur Scheiße. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn es regnet? Und man seine Haare so voll mit Haarspray gestylt hat. Was guckt er so? Gaffen immer da so rüber, ey. Komm gleich hinterher da. Wenn man seine Haare gestylt hat mit Haarspray und es regnet, dann riecht man voll nach Haarspray. So richtig so. So, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Wohnung noch steht. Wenn nicht, dann... Anja, dann tut's mir leid. Dann kann er ja nichts machen. Ah. So, auf der Hauptstraße ist nie ein Parkplatz frei. Das heißt, ich darf immer hier in diesem behinderten Hof parken. Durch den Hof durchlaufen, durch den Keller und das im Dunkeln und dann hoch wieder. Also das ist so voll die Achterbahn, der Achterbahnlauf, bis ich bei ihr hoch in die Wohnung komme. Ah, noch hier ein scheiß Regen, ey. Jetzt schauen wir mal, ich habe hier den gefährlichen Hof. Voll creepy. Und die Treppen sind halt auch noch aus Fliesen. Und hier hängen überall Spinnen. Okay, ich bin da. Und da sind die Stressbatzen. Und jetzt schauen wir mal,
Ja, sie haben es nicht geschafft. Ich habe nämlich auf diese Tupperbox einfach alles draufgestellt, was es gibt. Ja, wo seid ihr denn? Kommt her! Oh, voll dagegen gesprasht. Hier, der Nächste. Hallo, Katzenle. Katze! Miau! Miam, miam, miam. Geil, hä? Oh, darauf habt ihr euch den ganzen Tag schon gefreut. Ey, wieso tust du das aus dem Napf raus? Schau nicht so, ess weiter. Wollen wir laut die essen? Hier, hör doch mal. Dann mach ich jetzt mal das Katzenklo sauber. Das werde ich jetzt mal nicht filmen. Weil das sind Abgründe, da möchte keiner. Ey, wie frech halt, ne? So, der eine tut sein Essen einfach mal so raus, damit das von irgendwo anders ist. Und die Chance nutzt hier der Ding und frisst einfach, obwohl da ist ein Napf. Ich verstehe die einfach nicht. Ich verstehe die Katzen nicht. Nee. Dann gehe ich mal wieder. Ja, komm, ess weiter. Jetzt wird noch ein bisschen gespielt. Der eine ist mit voller Elan dabei. Ja, okay. Der andere nun auch nicht mehr. Ah, jetzt ja. Spielen, spielen, spielen. Hallo, spielen. Ach, dann halt nicht. Ist komisch, immer wenn es regnet, dann rennen die Leute immer so, als ob die irgendwie, weiß nicht, von einer Horde Elefanten davon rennen. Als ob sie gleich sterben werden. Dabei ist es ja bloß halt ein bisschen Wasser. Was machen die in der Dusche? Rennen die in der Dusche auch immer im Kreis und oh mein Gott, ich werde nass. So, endlich daheim. Das ist übrigens meine Katze. Oh Gott, schon wieder so finster. Oh. Aber gleich hier das Licht an. Und? Yeah. Wow, das bringt aber voll viel, das Licht. Aber okay, ich folge einfach dem Nichts. Und A gleich am Phrasen. Oh, ist leer. Ist nichts drin. Oh, meine Füße. Und der andere gammelt irgendwo hinten rum. Auf jeden Fall. Ich habe hier gestern versucht, Eiscreme selber zu machen. Ja. Oh, da wartet schon mein Bier. Übrigens ist das beste Radler, was ich je getrunken habe. Schmeckt sogar echt besser als das Mönchshof. Ja. Oh, leck. Jetzt muss ich da mal mit der zweiten Hand. Ich krieg den Scheiß nicht auf. Ja, da habe ich gestern mit dem Finger schon neiddunkt. Das habe ich gemacht mit laktosefreier Milch. Das ist nämlich sehr gut, weil ich vertrage keine Laktose. Aber im Sommer ist mir das sowas von Scheiß egal im wahrsten Sinne des Wortes. Alter, was stresst denn du? Lass mich halt mal das Eiscreme vorstellen. Und oh yeah, es ist fest. Ich habe in der Arbeit auch eine coole Lederjacke ausgepackt. Die habe ich mal probiert und habe mich noch hart am Überlegen, ob ich die kaufen soll. Da habe ich heute den ganzen Tag drüber nachgedacht, weil die echt so geil ausgeschaut hat. Weil ich habe viele Leute gefragt, die fanden die nicht so geil. Aber ich fand sie geil. Okay, also ich werde mit meinem Date, ja, hier mit Eiscreme und Bier nun meinen Abend genießen. Und dem stressigen Kater. Pace out. Oranex, bis bald.